Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Assassin's Creed Origins. Wir sollen für einen kleinen Jungen hier Holz besorgen irgendwie, hat er gesagt, und da bin ich mit Zeno gerade mal ein bisschen rumgeflogen, um dann festzustellen, dass in der Stadt irgendwo ein Holzkarren unterwegs zu sein scheint, den wir halt nur vernünftig ausrauben müssen. Wir brauchen 30 Holz, links oben steht das, und dann bekommen wir irgendeinen coolen Gegenstand. Wir haben beim letzten Mal schon hier den Schild der Medusa bekommen. Was natürlich eine coole Sache ist. Den muss ich, muss mir dann nur echt angewöhnen, den im Kampf ein bisschen öfter zu benutzen. So, und dann gucken wir mal. Angerempelt. Wer hier das Holz transportiert, wer das hat. Und... Ah, der hat Wachen dabei. Klar hat er Wachen dabei. Out of my way! There's a threat on the outside. Oh, ich habe keine Munition mehr. Lock the road behind me. I will get through. So, mehr Schild haben wir gesagt. Ah, ich wünschte, ich lock den einfach, ne? Ich hab den falschen gelockt. So, der hinten schläft. So, dann nehmen wir hier das Holz mit. 10 Holz. Sehr gut. Der ist wieder aufgestanden. Hast du schon mal erwähnt, dass ich die Keule irgendwie krass mag? So. Ich hänge mich hier einfach mal ran. In der Hoffnung, dass ich da nicht gesehen werde. Und dann gucken wir mal mit Zenu, wo es das nächste Holz gibt. Wir müssen das Ganze ja noch zweimal machen. Holz, Holz, Holz. Holz scheint rar zu sein hier in der Gegend. Habe ich ein Schiff gerade gesehen. Ja, okay, dann halt dieses Schiff scheinbar. Ansonsten ist das ganze Holz echt weit weg. Ich hätte ja gedacht, hier irgendwie... Alexandria hat ja einen riesigen Handelshafen, ne? Einen der größten seiner Zeit. Da gibt es echt kein Holz. Unglaublich. Ja gut. Man muss sich halt darüber. Jetzt lädt das Ding verdächtig lange. So, 600 Meter dauert zum Glück nicht so lange. Wahrscheinlich wäre ich überhaupt Straßen mit dem Kamel tatsächlich ein bisschen schneller. Aber ein bisschen Assassin-Feeling hier. Ups. Ein wunderschöner Sprung hier. So, und dann können wir hier nämlich ein bisschen über die Dächer klettern. Das machen wir viel zu selten. Finde ich jedenfalls. Das ist schon die Stadtmauer. Na, ich bin daneben gesprungen. Ja, Mann. Eigentlich wollte ich da auf diesen Balken springen. Kann ich hier irgendwo runterspringen einfach? Lieber nicht. Ich bin auch ein bisschen blutig. Das Lustige ist, ich bin so im Rennen fast so schnell wie mit dem Kamel. Vielleicht liegt es daran, dass unser Kamel echt langsam ist. Keine Ahnung. Vielleicht sind Kamele auch generell langsam. Aber dann weiß ich nicht, was die Kamele gegenüber den anderen Reittieren für einen Vorteil haben sollen. So, und jetzt müssen wir uns hier ein bisschen als Pirat hervortun. Als kleiner Seepirat. Fluss. Nee, ist schon See, glaube ich, ne?
Kann ich nicht hier hoch? Ach, kann ich. So, unsere Papyrusbündel hier. Ergeben richtig zusammengebunden, ein wunderbares Boot. Ein Boot mit Segel wäre mir natürlich lieber gewesen. Damit ist man ein bisschen schneller. Aber wir kriegen den noch so. Irgendwann, später. Und dann gucken wir mal. Wir sind jetzt, glaube ich, schon wieder auf dem Mariozee, ne? Oder? Sind wir? Ja, allerdings sehr weit nördlich. Aber hier dieses Ding, das haben wir uns noch überhaupt nicht angeguckt. Das müsste die Insel da links sein, wenn ich mich nicht irre. Können wir mal nachgucken, was es da für einen tollen Aussichtspunkt gibt, auch wenn ich da gerade keinen sehe. Du musst sterben! Oh, das ist da auch. Ich will nicht tauchen. Ich will da hoch. Damit die mich nicht mit Pfeilen durch sieben. Was? Auf dem Boot kämpfen ist kacke. Und dann war ich ja auch noch zu langsam beim Abtauchen. Ja, auf dem Boot kämpfen ist kacke. Ich dachte, ich könnte die runterschubsen, aber nein, stattdessen haben die mich. Lagerfeuer, das geheime Hilfsmittel. Aha. Große Schilde, große Wirkung. Ja. Oh, jetzt bin ich hier auf dieser kleinen Insel. Weltkarte nicht verfügbar, als wenn. Ja, jetzt bin ich hier auf dieser kleinen Insel. Das ist natürlich schön. So, schauen wir mal. Dort befindet sich ein Schatz. Und hier irgendwo muss... Ah, hier der Mast wahrscheinlich. Ein Aussichtspunkt sein. Krokodile gibt's da. Na, großartig. So, wenn wir schon mal hier oben sind, können wir gleich mal Zeno fliegen lassen. Mal gucken, wo unser Holz hin ist. Weg? Nee, da hinten ist eins. Ja, da klauen wir uns am besten hier gleich so ein Boot, würde ich sagen. Guck mal, da ist auch eins. Das sind 15 Zähne. Ah, da wird mir sogar angezeigt, wie viel das sind. Das sind nur 10. Das ist natürlich praktisch, dass mir angezeigt wird, wie viel das ist. Nee, eigentlich will ich runter. So, und dann, wo ist unser Schatz hier? Hier drüben. Bewacht von zwei Krokodilen. Oder vielleicht auch ein, zwei Krokodilen mehr. So, kann ich das jetzt irgendwie angreifen? Scheinbar nicht. Das macht mir doch echt mit seinem blöden Schwanz sehr zu schaffen, das Krokodil. So, nichts ist. Als wenn ich mir das hier gefallen lassen würde. Zephetos Steuereintreiber suchen dich, nimm deine Sache und flieh. Du findest ein Boot am Rande der Insel. Sehr vorsichtig. So. Und Bock hier auf Krokodile. So, und jetzt muss ich hier echt tauchen, oder was? Nachdem ich auch dieses Krokodil losgeworden bin. Okay.
Oh, schlammig hier. Da ist die Kiste. Sehr gut. So, gibt es hier sonst noch was? Scheinbar nicht. Tote petzen nicht. Das hoffe ich doch, dass sie nicht petzen. Oh. Das lasse ich natürlich nicht liegen. Das hoffe ich natürlich, dass sie nicht petzen. So, haben die hier Pfeile zufällig irgendwo rumzuliegen? Wahrscheinlich eher nicht, ne? So, dann brauche ich ein Boot. Und dann versuchen wir nochmal Zedernholz aufzutreiben. Ja, diesmal vielleicht ein bisschen cleverer. Oh. Mal gucken, also Piratenleben nicht einfach. Sind doch schon wieder die gleichen beiden hier, oder? Alarm! To battle! Ah, keine Munition mehr. Und cool. So, aber der ist quasi tot, der Typ. Wenden, wenden, wenden. Wie wär's? Ja, schön. Versucht echt vor mir abzuhauen. Was soll denn das? Irgendwo ein Krokodil oder so. So. Nee, fragen will ich ihn nicht. Das ist echt ein Krokodil. Wo ist mein Holz? Hä? Was, hab ich jetzt das falsche Boot gerammt oder was? Das ist doch Blödsinn. Ich habe das falsche Boot gerammt. Irgendwie. Markierung komplett falsch hier. Und cool. So, tschüss, Krokodil. Von dir will ich nichts. Ich will mein blödes Holz haben. Oh Mann. Ich denke, wie kann man sich denn so anstellen? Wie ich, so dumm. So, habe ich noch Munition in meinem Bogen? Ah ja, ich habe die Pfeile wieder mitgenommen. 3 Stück haben wir. Aber war ich gerade so stolz auf mich, dass der Überfall so geil geklappt hat. Mit dem ersten Typen direkt Kopfschuss, bam, im Vorbeifahren. So, der scheint zu stehen. Das finde ich natürlich günstig. Okay, das war nicht so cool. Ja, ich will einen anderen Bogen. Das Vorhalten hier ist natürlich ein bisschen tricky. So, ich befürchte beinahe, da muss ich noch mal dichter ran. Also, vielleicht kann ich die hier irgendwie so ein bisschen drängen. So, okay, den habe ich. Mein Holz habe ich auch. So, und jetzt sollte ich mich hier verpissen. Weil ich irgendwie beschossen werde, aus mir vollkommen unerfindlichen Gründen. Ah, fahr doch weiter. Oh Mann, ich wollte mich nur umsehen. Dann hält er hier einfach an. Versuche ein bisschen zu zickzackeln auf dem Mariozee. Okay, das scheint aus dem Gefahrenbereich raus zu sein. So, was sagt Zeno mir über Holz?
Ich werde es heute noch bekommen. Vorher ist die Folge hier nicht zu Ende. Holz, da hinten. Ach, das ist so weit weg. Gibt es hier kein Holz in der Nähe von der Stadt? Doch. So, einmal Schwebemodus kurz. Ich weiß nur nicht, wie viel Holz das ist, aber das finden wir raus. So, also einmal Richtung Stadt hier. Dann haben wir es auch nicht so weit zum Kamelburschen. Ich weiß gar nicht, wie der heißt in Wirklichkeit. So, mit dem Segelboot ist man tatsächlich deutlich schneller unterwegs gefühlt als mit also einem kleinen Paddelboot. Ne? Das hier ist halt so ein schönes, weiß nicht, Fischerboot wahrscheinlich. Ne? Da rechts, das sieht aus wie ein Fischspeer, was da so rausguckt. Vielleicht ist es auch ein Händlerboot. Au! Oh nein, warum? Hä, was ist denn hier? Treibholz oder was? Kommt hier echt nicht durch? Na gut, dann steigen wir halt ab. Springen hier einmal in die Fluten. Ich weiß nicht, ob hier dieses Ding im Weg war oder... Ah, dabei war ich so gut mit meinem Boot hier unterwegs. Ja, sorry, ich müsste mal gerade. Genau, ausleihen. Stand ja direkt da, wir klauen das Boot nicht, wir leihen es aus. So, dann muss ich irgendwie da vorne zur Brücke kommen, mindestens. Um da den Karren oder was auch immer einzuholen. So, mal gucken, da vorne ist eine Treppe. Ich denke, das dürfte unser Umsteigepunkt sein. Wo wir vom Wasser aufs Land wechseln. So, einmal absteigen. Danke, danke, danke. Alles gut, kannst dein Boot wieder haben. So. Oh, ich habe schon wieder drei Pfeile. Wachsen die von alleine nach? Oder, weil ich habe die ja vorhin alle daneben geballert. Also eigentlich... Gibt es jetzt keine logische Erklärung dafür, warum ich Pfeile habe. So, da unten ist er. Haltet ihn. Oh. So, ich denke... Genau das denke ich. So, und dann verfolgen wir ihn einfach, verstecken uns hier hinter unserem Schild. So, das ist unser Holz. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh, das hier ist der hässliche. Und da konnte ich nicht ausweichen, weil ich auf den falschen Knopf gedrückt habe. Aber wir haben unser Holz. Okay, Stufe 20 Kopfgeldjäger. Wenn wir Glück haben, erwischen wir den mal alleine und können ihm eine verbraten. Ich weiß halt nicht, ob es tatsächlich Sinn ergibt, den auszuschalten oder ob er da einfach respawnt. Kann ich nicht sagen. So, wir haben die Räder, heißt der Gute. Dem sollen wir Materialien bringen. Das sind auf Unmengen von Metern in diese Richtung. So, ist denn eigentlich dieser komische Kopfgeldjäger jetzt noch unterwegs? Ja, der ist jetzt außerhalb der Stadt gespawnt. So, Kamel, gib mal ein bisschen... Oh! Autoreiten hier, das ist natürlich auch entspannt. Straßefolgen nicht verfügbar, hä, echt? Ich sehe doch hier deutlich eine Straße. Keine Ahnung, was da jetzt los war.
Achso, der Verkehr hier. Das ist halt das automatische Bremssystem im Kamel. Wenn da Fußgänger auf der Straße sind oder ein anderes Hindernis vor uns auf die Straße tritt. Oh scheiße, ich glaube, ich hätte vorher zur Brücke abbiegen müssen, ne? Weil hier komme ich, denke ich, nicht zur Brücke. Ah, vielleicht doch. Ich wollte gerade sagen, was hat der denn für ein hässliches Kamel? Hallöchen. Ja, irgendwie die Texturen poppen hier extrem spät rein gerade. Wow. Keine Ahnung, woran das liegt. Aber es sieht nicht hübsch aus. Na, hier, irgendwie untexturiertes Kamel, untexturierter Typ oder Pferd. Ja, dann irgendwann lädt es doch mal rein. Sorry, hab dich nicht gesehen, hat es keine Texturen. Was ist denn da los mit dem Spiel hier, dass die Texturen so poppen? Ich meine, es liegt jetzt nicht direkt daran, dass meine Grafikkarte wenig Grafikspeicher hätte. Vielleicht reiten wir einfach zu schnell. Und dann kommt das Spiel damit einfach nicht klar. Well done, Magi. As promised, this is for you. Was haben wir denn bekommen? Ein Himmelfahrtskommando, eine legendäre schwere Klingwaffe. Adrenalin-Kombo-Multiplikator, Schlaf bei Treffer. Mittelschnell und stark. Das Eintreffen dieser Waffe auf dem Schlachtfeld heißt, dass der Tod nicht mehr lange auf sich warten lässt. Oh, vielleicht benutzen wir das statt unserer Keule. Die Keule ist ja irgendwie langsam und sehr stark. Und dann gucken wir mal. Adrenalin beim Töten 3. Das hier macht Adrenalin beim Treffer 3 und hat einen Kombo-Multiplikator drauf. Schlaf bei Treffer. Das Ding hat auch Schlaf bei Treffer. 160, 178. Wir probieren mal die Axt. Wenn die ein bisschen schneller wäre, wäre das natürlich eine coole Sache. Weil die Keule ist mir manchmal einen kleinen Tick zu langsam, aber die Keule macht definitiv Spaß. Ich hoffe, dass die Axt genauso viel Spaß macht. Wir werden das beim nächsten Mal rausfinden. Für heute war es das, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.